Als Ziel der nächsten Trekkingtour haben wir uns die Sawback Range im Banff Nationalpark ausgesucht. Wieder müssen die Ausrüstung und der notwendige Proviant in unseren Rucksäcken verstaut werden. Startpunkt ist der vielbesuchte Johnston Canyon. Die Wege in der Schlucht sind gut ausgebaut und durch die Engstellen führen aufwendige Stege. Über mehrere Wasserfälle stürzt der Bergbach zu Tal. Eine von Algen besiedelte Felswand leuchtet rötlich in der Nachmittagssonne. Oberhalb des Canyons liegen die Inkpots, mehrere Quelltöpfe, aus deren Grund kaltes Wasser austritt. Nun lassen wir den Radius der Tageswanderer hinter uns und nehmen Kurs auf die zackige Bergkette der Sawbacks, an deren Fuß unser erster Campground liegt. Am kommenden Morgen geht es aus den Wäldern langsam in ein felsiges Tal hinauf, das Revier der scheuen Pfeifhasen. Auf den sonnigen Hängen holen wir das Frühstück nach, das wir aufgrund der kalten Morgentemperaturen verschoben haben. Dann steigen wir zum Mystic Pass hinauf, der von prächtig gefärbten Gipfeln mit schräg gestellten Gesteinsschichten überragt wird. Beim Abstieg kommen wir bald wieder zur Baumgrenze und die Mittagspause verbringen wir am idyllischen Mystic Lake. Von hier ist es nicht mehr weit zu unserem Lagerplatz, wo wir im Schatten der Nadelbäume unser Zelt aufbauen. Schon in der Nacht beginnt es zu regnen und zum Frühstück im Stehen suchen wir uns ein möglichst trockenes Plätzchen. Als wir die Rangerhütte an der Mystic Junction erreichen, schaut die Sonne wieder durch Wolkenlücken. Das schöne Blockhaus ist am Ende der Wandersaison schon nicht mehr besetzt. Nach langem Anstieg durch dichten Wald stehen wir um die Mittagszeit auf der flachen Anhöhe des 40 Mile Summit. Auf dem Weg zum nächsten Übernachtungsort stellt sich uns ein furchtloses Schneehuhn unerschrocken in den Weg.
Im Gegensatz zu den anderen Tieren erleben wir diese Vögel als wenig scheu. Wieder haben wir den Campground ganz für uns alleine und Reimer zaubert aus unseren Vorräten ein schmackhaftes Abendessen. Am Morgen fallen vereinzelte Sonnenstrahlen auf die Felswände über dem Sawback Lake. Am Rande des Trails fällt uns nun das intensive Rot der zahllosen Beeren auf. Sie sind eine Leibspeise für Grizzlies, die oft nur den Saft aus den Früchten kauen und die schwerer verdaulichen Reste auf dem Weg hinterlassen. Doch mehr als deutliche Spuren bekommen wir von den Bären nicht zu sehen. Wenn wir ehrlich sind, hatten wir auf ein paar mehr Begegnungen mit der Tierwelt der Rockies gehofft. Doch die Reviere sind einfach zu groß in dieser weiten Wildnis. Wir folgen nun dem Cascade River, stromaufwärts in ein langsam enger werdendes Tal. An unserem Zeltplatz sichern wir wieder den Proviant an vorbereiteten Seilsystemen vor hungrigen Wildtieren. Als die ersten Sonnenstrahlen auf den Block Mountain treffen, steht uns die Überquerung des höchsten Passes der gesamten Reise bevor. Etwas skeptisch betrachten wir die aufziehenden, dunklen Wolken. Sollte uns das Wetter gerade an Reimers 50. Geburtstag einen Strich durch die Rechnung machen? Bald lassen wir die letzten Bäume hinter uns und kommen in eine karge Hochgebirgslandschaft. Der Wind treibt die Wolken schnell über die Gipfel rund um den Badger Pass. Doch wir haben Glück, das Wetter hält. Es ist zwar etwas ungemütlich an der 2500 Meter hohen Passhöhe, aber die wüstenhafte Umgebung ist wahrlich beeindruckend. Dann beginnen wir den Abstieg in das vor uns liegende Tal. Bei der Mittagspause im schützenden Wald kann Reimer endlich in Ruhe sein Geburtstagsgeschenk auspacken. Durch das weite Tal des oberen Johnston Creek geht es weiter bergab, bis wir das letzte Camp dieser Tour am Llewellyn Lake erreichen. Während wir uns in der Dämmerung schon früh in unsere wärmenden Schlafsäcke zurückziehen, sind zwei junge Kanadier noch dabei, Forellen im See zu angeln. Schon wenig später beginnt es kräftig zu regnen. Gegen Morgen wird es bei aufklarendem Himmel bitterkalt. Als wir aufstehen, sind die beiden Angler verschwunden. Wir finden die Reste eines improvisierten Unterschlupfs. Nässe und Kälte scheinen sie mitten in der Nacht zum Aufbruch getrieben zu haben, wobei eine prall gefüllte Brieftasche zurückgeblieben ist. Wir werden sie später bei der Nationalparkverwaltung abgeben, in der Hoffnung, dass ihr Besitzer gesund heimgekommen ist. Erst langsam wärmt uns die Morgensonne ein wenig auf, doch die Berge über dem Llewellyn Lake bieten mit ihrer leichten Neuschneedecke ein herrliches Bild. Durch dampfenden Wald, in dem Regentropfen an den Nadeln blitzen, wandern wir die knapp 20 Kilometer zum Ausgangspunkt unserer Runde um die Sawback Range.
Als wir in den Johnston Canyon hinabsteigen, beginnt es zu schneien. Uns wird bewusst, dass wir uns über das Wetter während unserer bisherigen Reise wahrlich nicht beschweren können.